Hallo und herzlich willkommen zu meinem Advents-Special. Ja, die Weihnachtszeit steht vor der Tür und ja, Kartenschreiben ist wieder angesagt. Mein Freund hat mit seiner Tochter diese wunderschönen Karten gebastelt. Also die gefallen mir sehr gut, die sind hier auf so einem stabileren Karton. Und ja, diese werde ich jetzt nutzen, um zwei Botschaften, also zwei Grußkarten zu schreiben. Und zwar nutze ich dazu die Farbe von Diamine aus dem Inkventkalender. Das ist zum einen die Polar Glow, ist eine Schienentinte, und die Holly, das ist auch eine Schienentinte. In diesen selbstgebastelten Karten, das ist übrigens so gebastelt, das war ein Nudelholz, da wurden dann Moosgummi-Objekte ausgeschnitten, die wurden aufgeklebt und dann wurden die dann über den Bastelkarton drüber gerollt und das kam dann raus. Also gefällt mir richtig gut, die Karten. Man könnte direkt hier auf dem Karton schreiben, aber ich habe mir ein kleines Einlegeblatt gebastelt aus Tomoe River Papier. Schreiben werde ich heute mit einer Stubfeder und zwar hier von Brevelier. In dem Set sind eine 1,1 mm Stubfeder drin, eine 1,5 mm Stubfeder und eine 2,3 mm Stubfeder. Weil ich zwei davon brauche, habe ich das Ganze hier noch von Herlitz. Witzigerweise ist die Verpackung identisch, auch die zwei schwarzen Patronen liegen dabei. Der einzige Unterschied ist, dass hier das Stück in Schwarz komplett durchgefärbt ist hier von Herlitz und Herlitz steht hier auf dem Clip drauf. Und hier von dem Brevelier, da ist es hier durchgefärbt mit so einem Glitzerkunststoff, ansonsten schwarz. Die Griffstücke sind aber identisch. Die beiden Sets gefallen mir sehr gut, wobei man sagen muss, die Federn, die haben alle nicht so toll geschrieben. Das heißt, zwei von den dreien haben nicht so toll geschrieben. Da musste ich dann nochmal über meine Nagelfeile hier drüber gehen, damit sie dann gut geschrieben haben, nicht mehr gekratzt haben. Das tun sie jetzt auch nicht mehr. Also hier mit der Nagelfeile funktioniert ganz gut. Ich habe euch dazu schon ein Video gemacht. Und jetzt, wo die bearbeitet sind, funktionieren die beiden perfekt. Witzigerweise, obwohl das hier anscheinend derselbe Hersteller ist, waren das unterschiedliche Federstärken, die gekratzt haben. Also es ist nicht immer, sage ich mal, jetzt bei der 1,1 und bei der 2,3 mm Federstärke, sondern bei dem einen war es die eine Feder und bei der anderen Packung war es die andere. Also es ist anscheinend die Serienschwankung. Aber mit der Nagelfeile kommt ihr ganz gut zurecht und danach schreiben die einfach top. Die erste Karte wird geschrieben mit Diamond Polar Glow, das ist auch eine Schientinte. Und die hat einen schönen Farbverlauf, wenn man, also der reflektiert hier so ein bisschen im Licht. Die Karte geht an Big G dafür, dass er tolle Videos macht und dass er mir dieses Jahr ans Herz gelegt hat, meine Videos zu veröffentlichen. Hier trocknet die Farbe auf dem Tomoe River Papier auch relativ lange, aber dafür hat man hier auch einen leichten Schien. Das sieht man hier so ein bisschen, dass die Farbe so ein bisschen ins Rötliche geht, wenn der Lichteinfall auf dem Papier bzw. auf der Tinte anders ist als ja, die anderen Zahlen. Also ist wahrscheinlich dem geschuldet, wie viel Tinte jetzt hier auf dem Papier aufgetragen ist und wie es trocknet. Also ist auch eine recht schöne Farbe. Die zweite Karte, die geht an den Miesler von FP Nips Repair und zwar für seine Unterstützung im Federtuning. Ich schreibe die Karte jetzt hier mit der Diamond Holly, das ist eine Schientinte. Ihr werdet das dann nachher sehen, wenn das getrocknet ist auf dem Tomoe River Papier.
dass die Tinte dann mehrere Farbschattierungen hat. Hier das Tommy River Papier, das braucht auch relativ lange, bis es trocknet, also die Tinte auf dem Papier. Aber dafür gibt es hier doch schon so einen schönen Farbverlauf, wie ihr hier vielleicht seht. Das glitzert auch so schön. Vielleicht seht ihr das hier auf der Kamera. Also es ist keine Glitzertinte, also keine Shimmering, sondern eine Sheen-Tinte. Aber ihr seht, dass hier so ein leichter Rotstich kommt, wenn man das Licht jetzt hier so drüber gehen lässt. Also mir gefällt das sehr gut und das wäre jetzt eine Option für euch, wenn ihr eine Weihnachtskarte schreibt. Also eine sehr schöne Tinte. Ja, ich hoffe, mein Spezial zum ersten Advent hat euch gefallen und ihr habt jetzt auch Lust, Karten zu schreiben. Ich kann euch diese beiden Tinten ans Herz legen, also die scheinen recht schön. Habt eine schöne besinnliche Weihnachtszeit. Macht's gut, alles Liebe, alles Gute.